Herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Part. Diesmal nicht mehr alleine, sondern wieder mit Ragossus zusammen. Und hallo. Wieder mal, ja, wollte ich dich gerade grüßen, aber du hast es mir schon aus dem Mund genommen. Arschgeige. Sind wir wieder zu zweit von der Partie. Ja. Ich schaue hier gerade ins wunderschöne Mondlicht. Er hat jetzt auch auf 1.46 geupdatet. Ne, sonst würde es ja auch. Ja, sonst würde es ja auch anders gar nicht laufen. Aber so lange ist es doch noch gar nicht raus, oder? 2-3 Wochen? Keine Ahnung, ja, ungefähr. Also ich habe hier jetzt den Brunnen noch mal ein bisschen ausgebaut, hier jetzt so einen kleinen Weg hingesetzt, paar Pflanzen hingesetzt, dass das alles ein bisschen organischer aussieht. Wobei mich die Pflanzen gerade noch nicht so überzeugen. Aber vielleicht ist es einfach Gewöhnungssache. Mal gucken. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und du auch nicht. Das ist das. Also was natürlich mal relativ hilfreich wäre, wenn man den ganzen Kram beschildern würde, ne? Unten jetzt bei dem Keller. Stimmt, ja. Anderenfalls müssen wir noch die zweite Etage fertig machen. Wir müssen noch die erste Etage überhaupt fertig machen. Wir haben da ja nichts. Dann wäre das, glaube ich, erstmal die erste Aufgabe, die wir erledigen könnten, oder? Theoretisch gesehen schon. Problem ist, dass ich keine Ahnung habe, was ich da hinbauen soll. Wenn es nach mir geht, hätte ich richtig Bock auf Melonensamen. Ja, aber die müssen wir erstmal suchen. Ja, das ist es ja. Ja. Können wir natürlich auch machen. Ja, ich überlasse dir die Entscheidung. Wähle weise. Ja, dann packe ich meine Sachen jetzt weg und dann gehen wir unten in irgendeine Höhle oder so. Alles klar, das klingt doch gut. Ich habe noch ein bisschen... In der Zeit, wo wir einmal Off-Air gespielt haben, das habe ich ja im letzten Part angesprochen, hatte ich ja so super viele Schweine getötet. Ich habe irgendwo noch richtig viel Fleisch liegen, 29 Stück. Ja, da vorne, ja. Kann ich mir was davon nehmen? Ja, kannst du die 7 haben. Okay. Sollte ja reichen, ne? Die sind ja immer... Dann mache ich mir auch mal eine Diamantspitzhacke. Selbstverständlich. Tue ich alles weg, was ich nicht brauche. Am besten auch nochmal eine komplette Eisenrüstung. Ja, ich habe noch gar keine. Ja, deswegen sage ich ja, mach dir eine komplette Eisenrüstung, weil wegen sicher ist sicher. So. Dann bastel ich mir aus Eisen jetzt auch nochmal, was brauche ich denn? Ja, alles noch ein paar Mal. Eine Schaufel ist immer ganz praktisch. Oh, jetzt haben meine Stickies weggeschmissen. Oh. Ja, es war nicht so klug. So, eine Schaufel. Oh, jetzt ist die Truhe wieder voll zugemüllt. Das war doch die wertvolle Truhe, aber egal. Juckt mich nicht. Ich merk's. Ja, das ist. Ja, wenn wir das bald eh alles sortieren, ist das hier oben ja eh bald anders. Ja, das stimmt. Dann wird das ja eh nur aussehen wie eine Küche. Ja, dann wird hier auch das Bett mal raus sein und so. Ja, es kommt alles noch. Schlafzimmer dann wahrscheinlich nach oben, ne? Ja. Genau, das habe ich mir auch gedacht. So, ich bin gut versorgt. Von mir aus kann es losgehen. Okay. Let's und was go. Richtig geil wäre, wenn wir irgendwie einen Spawner oder so. Hast du jetzt eine ganze Rüstung? Ja, schön. Ja. Oh, bist du hübsch, Mensch. Krass. So, dann gehen wir jetzt erstmal runter, ne? Ja. Oh. Ganz runter? Oh, jetzt hör mal auf, Mensch. du stehst mir ja im Weg. Ganz runter oder suchen wir eine? Ganz runter. Okay. Also, keine Ahnung. Ah, hier sind noch ein paar Steinspitzhacken drin. Ja, die sollten wir auch mal verbrauchen. Hau mal her. Benutze ich die erst, bevor die Diamantenne kommt. Sind die da jetzt noch drin oder schmeißt du die rüber? Ich schmeiß die dir gerade rüber. Alles klar. So. Würde ich sagen, ich trinke noch mal kurz was, bevor wir hier durchstarten. Okay. Wo kommen wir denn jetzt wie hin? Wir haben da unten noch gar nichts gefunden. Oder ja, ich habe keine Ahnung. Nicht runter. Okay. Wir suchen was. Dann machen wir das eben so. Ja. So, meistens ist es ja, das habe ich mir noch relativ gut gemerkt. Achtung, Creeper. Wo? Ja, habe ich schon getötet. Das ist ja immer der Vorteil mit dem Diamantschwert. Man kriegt ja mal die Creeper so schön tot. Ist immer ganz geil. Also, die gehen hier aber auch schon wieder ab. So viele Monster, die hier teils kommen. So. Also, ich darf den Enderman kommen. Ja, können wir machen, ne?
Oh, schade. Oh, ich dachte, wir kriegen ihn gerade beim ersten Mal. Hab ich gerade auch gedacht. Ich finde das Geräusch voll widerlich. Ja. Wenn man den so... Ah ja, stimmt. Ah. Oh. Ah, der hat keine Enderperle gedroppt. Nee, wir machen das jetzt einfach so. Nach dem Motto, wir suchen uns einen Spalt. Heißt, wir gucken, wo die zwei... Oder wo zwei Biome aufeinander stoßen. Wüste und Normalwald. Und graben uns darunter. Da sind ja immer oft, ne? Ja, ich hab keine Ahnung. Ich folg dir einfach Spalt, mal. Gespaltige Sachen. Auch mit dem Mondenschein ist das so schön hell nachts. Kannst du wahrscheinlich nicht von profitieren. Nee, nicht so. Creeper. Oh. Ja, das war jetzt... Nein! Oh. Nicht, oh mein Gott. Nicht die beste Aktion, die du bislang gerissen hast. Da gab's doch schon viele von. Ja, definitiv. Hühnchen nehme ich auch mit. Also hier muss doch jetzt demnächst irgendwann mal Wüste oder so ein Kram kommen. Ja, da hinten. Du bist mir zu schnell. Wo bist du denn? Hier bin ich doch. Ja, aber du gehst zu schnell. Nee, das ist Quatsch. So, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Ab nach unten. Warte mal. Oh, wir töten erstmal die ganzen. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Komm. Das wollte ich A machen und B, siehst du da hinten, was erleuchtet? Das kleine Haus? Ja, kennst du das? Nein. Ich auch nicht. Das ist es ja. Müssen wir gleich mal hinschauen. Aber erstmal hier ein paar Monster. Ich muss erstmal kurz was essen. Damit sie meine Leben wieder regenerieren und kann es ordentlich abgehen. Das kenne ich wirklich nicht. Ja, ich auch nicht. Das lass ist es mal ja. Hin. Hä? Also ich verkackeie dich jetzt auch nicht oder so. Ich kenne es wirklich nicht. Das ist kein Scherz. Das glaube ich dir. Ja, gut. Immerhin. Ach. Hier geht's aber auch nicht weit. Aber woher kommt das? Weil hier ist so alles schön aufgebaut. Auch mit Fackeln vorne dran und so. Ja, ja. Kram, ne? So ganz... Und hier auch mit den Bricks und so. Komisch. Ja, sehr, sehr komisch. Egal. Ja, dann ist das eben so. Ja. Aber hier wurde auch Sand abgebaut, guck mal. Hier geht so eine gerade Strecke lang. Das ist ja nicht normal. Nee, aber auch das Gebaute ist definitiv nicht normal mit dem Glas. Muss man ja auch irgendwo haben. Da wird's wieder Tag. Ja, wir haben jetzt halt mehrere Möglichkeiten. Entweder wir dackeln hier jetzt immer den Zwischenschnitt ab. In der Hoffnung, wir finden irgendwann so einen, der an der Oberfläche ist. Oder wir buddeln uns halt runter. Wir könnten doch dieses Haus sofort als Anlass nehmen und uns hier einfach runterbuddeln, oder? Machen wir das so. Guter Plan. Guter Deal. Ja, hier sind auch so zwei Bahnen wurden hier abgefarmt. Krass. Dann war irgendjemand auf dem Server. Das ist mysteriös. Hey, wo bist du? Alter. Ah. Ah, ich buddel mich draußen im Sand runter, weil das geht schnell. Okay. Ah, alles bricht zusammen. Das kämen wir doch irgendwo her. Jetzt, ich habe jetzt so ein Riesenloch geschaffen, also nicht wundern. Okay. Ich nutze jetzt einfach mal die ganzen Steinspitzhacken ab, auch wenn es lange dauert, aber... Ja, mache ich aber auch. Und ich hoffe, ich falle gleich nicht allzu tief, wenn irgendwas kommen sollte. Und schon gar nicht in Lava. Cool. Ja gut, ich habe was gefunden. Ja? Ja. Eine Höhle, richtig? Ja. Okay, ich komm zu dir. Ja, du musst dich halt zu mir runterbauen, ne? Mhm. Ich räume mir schon mal ein bisschen auf vor den Creepern. Das Gute ist halt, ich brauche in Höhlen jetzt wegen dem Mondlicht und der Grundhelligkeit keine Fackeln mehr, ne? Ich sehe alles. Das ist relativ angenehm. Nein! Scheiße. Ich sehe zwar deinen Namen, aber ich weiß nicht, wo du runtergegangen einfach bist. Einfach vorm Haus habe ich mich einmal ganz runtergebaut. Da ist jetzt so eine Riesengrube vorm Haus. Wo geht's da dann ganz tief runter? Irgendwo eher am Rand. Okay. Oh, ja. Hast du's? Ja. Ja, da kommst du ja schon. Wir haben keine Fackeln. Doch, ich habe 53. Okay. Aber es reicht
Mal schauen, ob das reicht. Weil du hast bestimmt kein Holz dabei, oder? Selbstverständlich nicht. Soll ich nochmal nach oben gehen? Na, Quatsch, ich sehe doch auch so alles. Ja, Na. aber. Na, warte, das. Nee, das geht nicht. Wie willst du jetzt hier wieder hoch? Willst du jetzt echt hochbauen und das gleich wieder abbauen? Ja, komm, das sind 2 Minuten. 2 Minuten, ja. Von mir aus, mir ist das Laterne. Ich habe Zeit der Welt. Ich baue hier schon mal wieder ein bisschen Eisen ab. Das kann man ja alles wieder mitnehmen. Warum auch nicht? Und dann sind wir relativ schnell auf was gef. Ja, ich will auf jeden Fall einen Spawner finden. Weil da jetzt halt diese Bücher drin sein können, ne? Ja. Dass man gleich die Diamant-Axt schön enchanten kann am Amboss. Richtig geil. Also da bin ich richtig rallig drauf. Ich kenne mich damit ja jetzt gar nicht mehr aus. Sonst war ich ja immer so richtig up to date mit den Updates, aber Nee, das ich sind so die sowieso. ersten Updates, die so gar nicht, die so an mir voll vorbeigegangen sind. Da bist du dann diesmal der mir viel mehr über das Update weiß. Nee, ich weiß ja auch nichts. Ja, aber du weißt, dass es so Bücherkram und so gibt, das Ja, wusste ich. also, wie gesagt, die Frage ist, ob das immer der Fall ist oder eben nur ganz selten oder sonst was. Das war halt einfach nur ein Creative-Modus, sind wieder lang geeiert und dann kam das da halt, ne? Also, es war wirklich purer. Ja, Zufall will ich nicht sagen, aber scheinbar gibt's das. Ich habe mir selbst die Patch Notes oder sonst irgendwas nicht durchgelesen. Okay. Heißt, es gibt hundertprozentig noch tausend kleine Änderungen, von denen Ja. sowohl du als auch ich einfach mal gar keine Ahnung haben. Richtig. Das ist. Da würde ich einen drauf wetten. So, und die Wo eine bist du denn jetzt Richtung, hingegangen? ich bin hier, aber hier in die Richtung brauchen wir nicht gehen. Ja, dann hier. Ja, ich Hier. mach das hier mal so, ne? Weil dann sammelt sich hier bei mir li die Lichtquelle. Dann erkenne ich hier eher, dass das der Ausgang ist. Okay. Na gut, so doll hebt es sich jetzt. Nee, von der Wand erst. Alles klar. Also du brauchst nicht so super regelmäßig. Ja, die brauche ich aber für mich, weil ich ja Ja, sonst nichts sehe. aber deswegen kann ich kann nicht ja leiten. Oh, ich sag Ja. jetzt nicht, es hört hier auf. Oh Mann! Ah. Das kann's doch nicht sein, oder? Ja, dann, wo gingst du denn in die andere Richtung hin? Ja, hier unten. Hör uns mal dran vorbeischleichen, aber doll war das auch nicht. Ja, aber dann können wir dazu uns ein bisschen runterbuddeln oder so. Ich hätte mich jetzt einfach an der Stelle weiter runtergebuddelt, wo ich war. Oder hier hinterm Sand ist irgendwas oder Kies. Da können wir mal schauen. Glaube ich aber auch nicht. Nee, ich auch nicht. Sieht nicht danach aus. Doch Eisen. Hey. Nee. Wie wär's, wenn wir uns hier einfach runtergraben jetzt? Hätte ich sowieso gemacht. Aber ich hätte. Also, ja, machen wir das halt hier. Ich hätte das wieder halt an der Stelle gemacht, wo ich anfing, mich runterzubuddeln, ne? So. Ja, aber wird auch keinen großen Unterschied machen. Wenn wird die Höhle ja schon ein bisschen größer sein. Mach du mal bei dir. Ich mache hier bei mir weiter. Okay. Und ich buddel mich einfach ganz stumpf senkrecht runter. Das geht am schnellsten. Pass auf wegen Lava oder so ein Kram. Ja, das hört man ja aber meistens. Das stimmt, ja. Welche Ebene bin ich denn jetzt? 25. Ah. Ah. Hören tue ich nichts. Okay. Ja, wenn jemand was findet, teleportieren wir uns einfach zueinander, ne? Ja, können wir machen. Das ist, denke ich mal, am klügsten. Ah, ich bin schon Level 31, mir darf nichts passieren. Oh, krass. Also bei mir ist hier jetzt nichts. Ich bin auf 12 und hier ist wirklich gar nichts. Ja, ich bin auf 11 und bei mir ist auch absolut überhaupt nichts.
Mal ist meine Spitzhacke kaputt gegangen. Ja, dann wird hier aber auch nichts Tolles sein. Also, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Dann buddel ich mich wieder hoch. Genau. War hier. Sogar der Bedrock hat eine geile Animation. Echt? Voll geil. Nicht schlecht. Wie machst du. Achso, ich buddel mich kurz ganz hoch und dann teleportiere dich zu mir. Ich sag dir, wenn ich ganz oben bin. Und Spaß fürs ganze Hochgekrauchse. Ich glaube, ich bin aber ein bisschen schneller, deswegen. Ich bin jetzt in 5 Sekunden oben. Ich auch fast. So, bin da. Kannst dich okay. Zu mir teleportieren oder auch nicht, miese Laterne. Ja, ich bin ja jetzt bei dir. Ich sehe dich aber nicht. Ich aber dich. Ja, vom Namen her. Ne, guck, die Blöcke hättest du sparen können, Meister. Das wäre aber Gecheate gewesen. Gecheate, hallo. Teleportieren ist doch kein Cheaten. Nein. Sagt das Wort doch schon. Teleportation. Lass es dir durch den Kopf gehen. Nee. Das Wasser sieht so fett bei mir aus. Werde ich ja dann sehen. Ja. Aber ich weiß ja schon so ungefähr, wie es aussieht. Ja, weißt du auch. Habe ich heute überhaupt Minecraft? Nee, ich habe heute keinen Minecraft-Part hochgeladen. Nicht mal den ich alleine gemacht habe. Oh. Ja, mache ich vielleicht heute Abend noch. Ist ja, wie spät ist das? 22:15. Ja, okay, mache ich nicht mehr. Werde ich den Kram über Nacht durchrendern lassen und dann passt das. Hier beginnt langsam der Dschungel. Ach, schon? Krass. Ich frage mich, ob die mittlerweile Lava auch anders animiert haben. Das würde mich mal interessieren. Oder hier fangen langsam die Lianen an, dann wird hier langsam der Dschungel losgehen, ne? Mhm. Hier ist generell großes Wasser. Auch super geil. Wir gehen jetzt so lange, bis wir irgendwas Cooles finden, ne? Das ist dir bewusst. Wenn du meinst. Ja, meine ich. so. Oh mein Gott. Wie das mit den Sonnenstrahlen aussieht. Krass. Screenshot. Geh mal weg. Ey, ich pass da doch gut drauf. Ja, dann bist du halt mit drauf. Na ja, das ist auch so. Nein, jetzt so ist schöner. Und voll die Lens-Flare nochmal im Gesicht. 1A. F1, weiter geht der Spaß. Warum habe ich den anderen Kram noch an? Wie ging das jetzt weg? Was hast du denn an? Ist das F3? Ja. Oh, Mann. Wir finden aber auch so gar nichts, oder? Ist irgendwie ein bisschen schade. Oh, was ist denn da unten drin? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das fand ich gerade ein bisschen mysteriös. Sieht aber cool aus, ist aber nichts drin. Hier sind wir komplett am Wasser. Ja. Okay. Interessant. Ja, geht so. Oh, eine Katze. Oh, du tötest doch alles, oder? Ja, natürlich. Seit mich dein Kram angegriffen hat, vertraue ich den Scheißviecher nicht mehr. Die sind aber gegen Creeper, die Katzen. Die können sonst nichts machen. Wie gegen Creeper? Ja, wenn Creeper in die Nähe von den Katzen kommt, wenn du eine hast, dann macht er einen Umweg und will nicht zu dir. Also kannst du dich vor denen dann schützen. Krass. Ja. Hier hängen wir auch fest. Mann, das kann's doch nicht sein. Ganz im Ernst. Oder was sagst du dazu? Ja, ist ein bisschen komisch, dass wir hier so wenig Glück haben, aber einfach weitersuchen, oder? Irgendwann werden wir schon auf was treffen.